Hallo, Halli hier und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Nach einer halben Stunde habe ich es geschafft, die alle umzubenennen. Boah, es waren das viele. Wir haben das Militär wieder ein bisschen auf Stand. Die Bedrohung liegt auf ein bisschen, also die Warriors sind wieder voll, die Bowmen sind voll, die Hämmerer sind voll und bei den Bowmen 2 gab es nochmal 2 Neuzugänge. Ich glaube, das passt jetzt. Jetzt müssen wir uns eigentlich noch um die Nobles kümmern. Eigentlich müsste doch hier jetzt... Das bin ich verwirrt. Nee. Gerogon ist Champion. Gerogon müsste eigentlich auch Captain of the Guard werden. Kann er aber wahrscheinlich nicht. Weil er auch gleichzeitig Guard Leader ist. Oder immer noch ein Vampir. Bei dem ich mir nicht sicher bin. Wahrscheinlich ist das nicht. Der wahrscheinlich auch nicht. Dafür haben wir jetzt zu wenig verloren. Wenn ich den jetzt aber rausnehme, dann fehlt uns doch wieder einer. Wahrscheinlich kriegt der Captain of the Guard sein eigenes Team. Habe ich das so jetzt richtig im Kopf oder noch falsch? Das komische Ding da unten haben die immer noch nicht abgebaut. Wahrscheinlich kommt da gar keiner dran. Was wir jetzt aber brauchen, ist für die Nobles Räume. Einer hat die doch schon angelegt. Was fehlt denn da noch? Ein Bett? Ach so. Die hauen jetzt ab? Die Händler? Oder hab ich da jetzt was? Journey? Da war doch gerade irgendeine Meldung. The merchants from Will have embarked. Ach so, okay. Die fangen jetzt an, ihre Sachen wieder einzuräumen und ziehen dann wieder ab. Solltet ihr auf dem Weg Goblins begegnen, dann bringt die bitte um. Ich will mit denen nichts zu tun haben. So, wir brauchen trotzdem mehr Noble-Räume. Oh Gott. D? DD. Achso, DD. Okay, ist doch ganz einfach. Wie groß waren die denn jetzt nochmal? Nein. 1, 2... Nein, 4, ne? Ja, 4, 1, 2, 3, 4. Um 1. Tuck, tuck. 1, 2, 3. Und tuck. 1, 2, 3. So. Nächster Noble. So. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. So. Dann haben wir also... Das haben wir. Nicht B für Building. Doch. BB. Wir haben keine Betten. Arbeiten verteilen. War, glaube ich, unter... Nee, nicht unter... War das unter Nobles? Nee. Verdammt. Arbeit. Welche Taste war denn das nochmal? Verdammt. Es tut mir leid, Leute. dann Z? Nein. Wir haben immer ganz viele Pflanzen. Das mit den Mehrfarmern hilft anscheinend. Ich war mir nicht sicher, ob die, da ich jetzt ganz viele neue Farmer auch mit drin habe, also ganz viele ist auch nicht, ich glaube 2 oder 3 neue Farmer, weil ich mir nicht sicher bin, ob die das auch ja alle vernünftig da abernten. Ich weiß auch nicht, mit den neuen, die Baumains, die müssen ja noch die Goblins töten, ach, die müssen wir auch noch wieder wegräumen. Na, aber egal. Wo war das denn noch? Verdammt, ich hab das vergessen. jetzt gehe ich das Menü nochmal durch. Units, Hotkeys, Nobles, Administrator, Status, nein. Tab, Moves ist mit, nein, will ich nicht. Artefakte brauche ich auch nicht. Verdammt, wo war das? Report, View, Civilization. Achso, die wir haben. Ja, also, ich weiß nicht, was das P bedeutet.
die mögen uns auf alle Fälle nicht. Steht das da überhaupt? Inwieweit die mich mögen? Hat keinen wichtigen Anführer? Ach, ist auch egal. Joblist? Nein. Oh Gott. Die Soldaten sind nicht aktiv. Okay, das Squad. A. Aktiv Training. T. Inaktiv. Okay. B. Ist aktiv. C. Ist aktiv. Und D ist doch auch aktiv. Muss ich die neu machen? TT. C. TT. Und B. TT. Ich weiß es nicht. Da scheint gerade Soldaten dann inaktiv. Deswegen. Oh. Nein. Was sind das für Orders? Dwarfs, Gather, Animal. Ach so, was sie dürfen und was nicht? Das ist natürlich. Au. Oh. Shift W. Autoloom. Automatisch Fischen, automatisch Küche, automatisch Tennen, automatisch Schlachten. Ach, guck mal. Autocollect Webs. Müssen wir ausschalten. Wenn wir jemals auf eine Höhle stoßen, laufen die Leute plötzlich alle los und wollen Spinnweben einfangen und wir wundern uns nachher, warum uns nach und nach die ganzen Leute wegsterben. J weiß. Ah nee, das war die Joblist. Okay. Unit ist Militant. Nein. Squads? Nein. Routen? Nein. Powers? Holding? Stockpiled? Zones? Building? War das? Das gibt's doch nicht. Ich wusste das doch. Wenn ich mir sowas merke, es ging über irgendein anderes Menü, ging es da rein. Es war nicht Job, ja, JM. Guck mal. Ach, guck mal, das Bau da kriegen sie immer noch nicht hin. Wir brauchen Bett. Konstruiere Bett. Und zwar konstruiere einfach mal 10 Stück. Jetzt baut er irgendwelche Betten, ja? Ist nicht schlimm. Sollen sie mal irgendwelche Betten bauen? Kohle. Machen wir noch einfach mal 20 Kohle. Dann hätte ich gern noch ein paar Baus. Ich weiß gar nicht, welches Metall haben wir denn jetzt über? Haben wir irgendwo Metall über? Warte mal, wo war das? Z? Stocks? Oh Gott. Kann ich hier suchen? Iron? Nein. Verdammt. Geht das nicht anders? Logs. Bars. Iron Bars 10. Das hilft mir nicht so. Wie waren jetzt... Bars ist ja schon fertig geschmolzen. Wo waren jetzt? War das das Stone? Und wenn ja, wo ist Stone? Stones. Nein, Stones sind nur Stone. Nee, Hämatit. Hämatit, geschmolzen, bringt Eisen. Kann man sich sowas angucken? Nein. Wir werden das einfach herausfinden. Nein, warte mal. Ich hab das. So, warte mal. Nicht L. Das habe ich schon wieder vergessen. Aus welchem Menü kam ich da rein? Unter JM. So. Q, Hema. Cut Hematit, Smelt Hematit, Ohr. Machen wir auch einfach mal 20 Mal. Und dann gucke ich mal. Wir hatten jetzt vorher 10 Eisen. Und wenn die das dann irgendwann mal fertig haben, dann sehe ich, ob er aus Hematit nochmal Eisen kam. Ich kann mir das einfach nicht merken. Das ist deprimierend, aber nach einem Jahr glaube ich auch irgendwie verständlich. Wir haben immer noch 6 Leute, die krank in der Stube liegen. Wobei ich mir auch immer noch sicher bin, ob die auch wirklich alle krank sind oder nur so tun. So, ich sehe dich. Wunden. Dein linker Fuß ist anscheinend ab.
dein linkes Bein ist, nein, rechtes Bein ist etwas angeschlagen. Bei dir ist immer noch alles angeschlagen. So kennen wir dich. Der rechte Fuß ist kaputt. Die linke Hand, ach komm, die wird doch schon langsam wieder. Und bei dir ist es der linke Unterschenkel. Wird. Wir haben einen Typen, der nochmal diagnostizieren kann. Und wir haben andere Leute, die euch irgendwie schon verarztet kriegen. Da mache ich mir gerade keine Sorgen. So, was macht unsere Lederkammer? Die Lederkammer und Stoffkammer sehen gut aus. Edelsteine sehen gut aus. Meisterstücke werden hergestellt. Eisen sieht eigentlich auch gar nicht. Bei Sachen Erz sieht das auch gar nicht so schlecht aus. So. Stocks. Jetzt gucken wir nochmal bei den Bars. Das jetzt bei Eisen mehr geworden ist. 14. Okay. Und das haben wir hingekriegt, indem, nein, nicht L, I, nein, na, U, nein, Z, nein, ich, J, M. Nach einem Hämatit bringt 4 Eisen, das klingt gut. Dann können wir auch einfach mal nochmal, jetzt war ich doch schon drin. Ja, aber so lerne ich's, J, M. So, Q, O, jetzt machen wir Eisen und machen einfach nochmal 10. Nein, sind zu viel. 5. Der macht das schon. Ist alles gut. So, jetzt haben wir natürlich auch noch die Nobles. BB. Ha, wir haben ein Bett. Ein Bett aus Zedernholz. Das klingt gut. So, wir haben ein Bett. Ein Stuhl? Ein Stuhl bitte nach da. Und ein Stuhl nach da. So, dann haben wir Ditte. Jetzt, so, er hat einen Schlafraum, er hat einen Futterraum, er kann was essen, er kann was trinken. Jetzt hätte ich noch gerne ein Weaponwack, damit er sich hier ganz cool fühlt. Genau, und ein Armor-Stand mit A. So, für sein Essen. So. Jetzt könnte man natürlich nochmal gucken. Nobles. Der Spinner ist Major. Warum ist der das? Wie kann ich dich austauschen? Ja. Ich hätte da gern jemanden, der auch einen Namen hat. Ich weiß, Vampir. Genau, der Vampir-Engineer, einfach weil, kann ich das beides machen? Cool. Ich habe doch mein Büro schon voll, ich brauche den eigentlich gar nicht. Nein, er müsste eigentlich replaced werden. Mit einem Warrior. Ja, von mir aus. Dann kann ich wieder Captain of the Guard Gerogon werden. Somit braucht er das Büro, und zwar Chess, Kevin, Weaponwork, Armorwerk, Dining Room, Quartier, Office. Hat er doch alles. Also noch nicht, aber bald. Funktioniert. So, hier oben wildes Treiben, hier unten Ruhe. So, genau, stell dann mal auf. Mit Beutel, jetzt bin ich verwirrt. Da kommen 2 Stühle. Da kommt noch Weaponwork. Und ein Bett. So ist gut. So, war es jetzt über Q? Wir uns fehlen noch Türen. BD. Du setzt da eine Tür rein aus Quarz. Und dann habe ich keine Türen mehr, ne? Genau, natürlich. L? Nein, J. J, M, Q, Door. Rockdor. Machst du schon. Stell auch mal 5 Türen her. Läuft. So, die Herstellung war, glaube ich, das ist nur Lager, ne? Hier war die Holzverarbeitung. Gucken wir jetzt nochmal, genau. Carpenter Workshops. Okay.
Die haben wir. Mir wurde das hier unten hergestellt. Das kann sein. Needs plump helmet spawns. Uns gehen die Waren aus. Aber im Herbst kommen ja nochmal die Zwerge. Die Händler haben immer noch keinen Bock abzuhauen. Nicht gesagt, die wollen los. Heute wohl nicht mehr. So. Plump helmet spawns sind alle. Das mag ich nicht. So, da. BD. Immer noch keine Türen hergestellt. Ach Mensch, Leute, ich arbeite doch mal ein bisschen schneller. Ausgehoben wird hier auch nichts mehr, weil die Miner da unten alle noch wild beschäftigt. Wo kommen denn die Wände jetzt her? Die verstehe ich nicht. Ach so, wegen der Leiter. Wegen den Treppen. Habe ich verstanden. Ist in Ordnung. Darf so sein. Hier unten ist jetzt fertig gemeinert. Nee, da oben meinern so weiter. Was ist jetzt passiert? Es hat angefangen zu regnen. Ja, das habe ich verstanden. Aber wenn ich hier auftauche, dann heißt das... du hast... Was hast du jetzt? K? Du... Delea... Der Hauler. Ne? Okay. Der Hauler hat ein Problem. Welches? Wurdest du jetzt besessen oder? Was ist passiert? F? Wir folgen dem einfach mal und gucken, was mit dem passiert. Er hat ein Ausrufezeichen, also entweder ist er gerade durchgedreht oder er ist besessen. Beides eher schlecht, aber wir werden es sehen. Und zwar in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.